Hallo Friends und willkommen zu diesem neuen Video und zu einem neuen Spieletest. In diesem Video werde ich nämlich Espresso Tycoon spielen und testen. Dies ist nämlich die Zukunft der Tycoon-Spiele. Und Leute, ich weiß nicht, ob ihr früher schon Tycoon-Spiele gespielt habt, aber ich habe sie geliebt. Ob es das Zoo-Spiel war oder alles andere, es war einfach immer nur eine große Klasse. Deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass es eine Demo von Espresso Tycoon gibt, die wir direkt ausgecheckt haben. Dies ist nämlich ein neuer Café-Simulator. Wir haben ja bereits auch schon den Barista-Simulator gespielt, was wir auch schon sehr cool fanden und deswegen mussten wir hier auch unbedingt reinschauen. Du baust nämlich dein Café aus deinen Träumen, in dem sich deine Kunden entspannen und köstlichen Kaffee trinken können. Du bewältigst die emotionale Achterbahn und baust ein erfolgreiches Café-Geschäft auf und tauchst dabei auch in die Welt ein, voller Hardcore-Management, launischen Kunden sowie harter Konkurrenz. Du baust also dein eigenes Café-Geschäft auf. Du entwirfst dabei die komplette Strategie, die einiges umfasst, nämlich Dekorationen, das Einstellen und Verwalten von Mitarbeitern. Du kümmerst dich um die Lieferkette, die Analyse des Budgets, du musst Werbung für dein eigenes Café machen und du musst natürlich auch, was mit am wichtigsten ist, die Kunden bei Laune halten. Das heißt, es umfasst wirklich einiges für ein Simulatorspiel, also rundherum alles um das Führen deines eigenen Cafés und das finde ich einfach immer mega, mega cool. Also hinterlasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass wir vielleicht mehr von diesem Spiel zeigen, wir das weiterspielen und uns vielleicht auch sogar holen. Das würde mich sehr interessieren und wenn ihr mehr Café-Simulatoren oder sonstiges sehen wollt, denn davon gibt es ja auch immer sehr viel. Und abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, so könnt ihr uns super unterstützen und verpasst kein Video mehr. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Dann starten wir doch mal mit unserer Kampagne in Espresso Tycoon. Wir haben einen Kaffeewagen. Wie süß ist das denn? Ey, das finde ich ja sowas von cute. Ziel der Mission ist es, 5 Kaffees zu verkaufen. Und wir haben unbegrenzt Zeit. Das ist schon mal gut. Ich habe immer ein Zeitproblem. Du hast einen Wettbewerb mit dem Titel Ich habe genug von der Arbeit in einem Unternehmen gewonnen. Und der Hauptpreis ist die Möglichkeit, ein Praktikum in Cafés auf der ganzen Welt zu machen. Deine Reise beginnt in Kapstadt, Südafrika, wo du das Innenleben eines kleinen Kaffeewagens kennenlernst und dir gleichzeitig wertvolle Geschäftskenntnisse aneignest. Leute, ich liebe Tycoon-Spiele. Ich finde, Simulatoren haben hier einen ganz eigenen Stil. Also du bist in der Ich-Perspektive und machst dann halt genau das, wofür der Simulator halt steht. Wenn du Farming-Simulator spielst, dann sitzt du halt in einem Traktor. Wenn du Thief-Simulator spielst, dann bist du ein Dieb. Aber Tycoon-Spiele, da steckt nochmal viel mehr Story hinter und auch so viel mehr Geschichte, finde ich. Wir starten in Kapstadt. Das ist so cool. Können wir auch in, gibt's auch in Deutschland? Frankreich. Die Mission starten wir jetzt. Es gibt sogar eine Zwischensequenz. Und das sind wir dann wahrscheinlich, ne? Oh, you must be the winner of the contest. Nice to meet you. My name is Kim, and I'm here to help guide you during your coffee journey. We're gonna travel around the world together, starting here, in a beautiful park in Cape Town. Do you see this humble coffee truck over there? Let's start with creating a brand for it. Das ist natürlich Starfee, wegen Kaffee, wisst ihr, Starfee. Farbe, natürlich lila Wagen. Oh, weiß ist irgendwie auch cool, aber es muss lila sein, Leute, sonst ist halt ein Fail, ne? Was ist noch? Achso, Logo. Oh mein Gott, wir können einen Stern nehmen! Das ist einfach absolut perfekt gerade. Alles erledigt. Wow, what a brand. I bet your place will attract customers like bees to honey or like pigeons to coffee? Wait, what's Tauben going on? Zu Kaffee? Okay, warum trinkt eine Taube gerade aus unserem Kaffee? Okay, die wiggelt ein bisschen, keine Ahnung. Moonwalk hat sie auch noch gemacht. I've seen many weird things in my career, but a caffeinated pigeon is definitely something new. Okay, dann kaufen wir mal einen coolen Tisch. Ich mag eckige Tische momentan irgendwie mehr, was, oder? So moderne. Wir wollen modern. Leute, das war in-game, ne? Stuhl, der muss dann aber auch modern sein. Schwarze Akzente, aber passt nicht so rein, oder? Lila, lila, der muss lila sein, auch wenn das hässlich aussieht, aber ist egal. Oh mein Gott, wird's jetzt hier gerade Nacht? Das ist ja so cozy. Jetzt brauchen wir eine Lampe. Süß. Nice work. Ist fast bereit, jetzt müssen wir noch eine Menükarte erstellen. Wir erstellen unseren... Oh mein Gott, wie toll. Espresso zum Menü hinzufügen, Americano zum Menü hinzufügen. Such a diverse menu. Um dir zu helfen, habe ich bereits einen Barista eingestellt und die Grundausstattung besorgt, die du für den Kaffeeausschank brauchst. Du bist startklar. Jetzt ist an der Zeit zu beobachten, wie dein erster Kunde einen Kaffee kauft. Hey Bro, dann zeig mal, was du kannst. Congratulations on your first sale. While you might not be rich just yet, with a few more million sales, you'll be well on your way. Mit ein paar weiteren Millionen Verkäufen. Soziale Gruppe. Cool.
Okay, also der wird wahrscheinlich öfters wiederkommen, weil wir sind hier sogar auf persönlichem Level, dass wir die Leute richtig kennenlernen. Also Johnny Doe ist 37, ist zufrieden und er findet gut, dass wir günstig sind. Americano wird hier direkt mal erhöht. Hipster, wir haben Hipster freigeschaltet. Marco Polo. Also wenn ihr es noch nicht wusstet, Marco Polo war ein Hipster. Der möchte was zum Mitnehmen. Deswegen müssen wir Vorräte bestellen. Einwegartikel, simple Tassen natürlich. The supplies are on their way. Lieferung entgegennehmen. Wo kommt die denn? Da chillen die, okay. Süßer Hund, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wie ein Pets Hotel sieht der aus. Süß. Oh, wer bist du jetzt? Studenten, die Studenten. Meet Dana Mulder, a student. Ja, Studenten, natürlich werden so dargestellt, dass sie Abfall hinterlassen. Aber natürlich. That looks much better. Die typische Studentin auf jeden Fall mit hohen Schuhen, Abendkleid und hinterlässt einfach nur Müll. Manche kommen mit Haustieren. Haben wir schon einen Wassernapf? Müssen wir wahrscheinlich noch kaufen, ne? Schicker. Wir nehmen einen blauen. Das passt besser zu unseren Farben hier. Mein Chef, Herr, ich hasse ihn. Okay, Kim muss weiter. Danke, Kim. Ah, hier oben Mission. Missionsziele. Verkaufe 5 Cafés, Vorräte, Zutaten. Wo sehen wir denn, wie viel wir haben? Hier, ich habe nämlich gesehen, es ist viel günstiger, wenn du für in 4 Stunden bestellst. Wenn du für jetzt bestellst, zahlst du einfach 272 und in 4 Stunden 22. Deswegen habe ich jetzt mal ganz, ganz viel bestellt für die Zukunft. Bisschen hoch. Was für hoch? Vorhin habt ihr noch gesagt, das ist nicht so teuer. Zutaten. Alles mal hab besitzen. Kann ja nicht schaden. Erstmal eine Runde Halleluja hier. Gut gemacht. Mission abgeschlossen. Als Geschäftsmann, Frau bitte. Hast du einen kleinen Schritt gemacht als Praktikantin, jedoch einen Riesensprung. Dein Kaffeewagen Starfee in Kapstadt. Starfee, jetzt check ich das mal mit Fee. Ich habe da die Fee hinten dran, aber ich habe nur einen Kaffee genommen. Oh mein Gott, toll. Ist ein Ort, an dem sich Leute I'm wohlfühlen. On my way. Du, 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 du. Hallo Jolly, wie geht's dir? Schön dich zu lesen. Ich hoffe, dir geht's gut. Für sofortige Lieferung bezahlt man noch gerne mal das 12-fache, ja, oder? Damit meine ich nicht nur Studenten, die dann da rumliegen. Geil. Bis gleich, wenn. Ich habe auch gerade in der Kirche gelandet. Oh, guck mal, so Bonze kann das irgendwann aussehen. Dann sitzen da wirklich hier, also dann sitzen da hier nur die Bonzen. Als Belohnung für deine harte Arbeit freuen wir uns, eine weitere Funktion für dich freizuschalten. Kaffee-Editor. Findest du im Menü unten links. Sei kreativ und lass die einzigartige Kaffeerezepte einfallen. Wir können uns selber Kaffeerezepte einfallen lassen. Das ist ja absolut genial. Denn es kommt eine herausfordernde Kampagne in der Vollversion. Okay, in der Vollversion kannst du auch Sandbox spielen. Eine volle Kampagne. Erlebe das Klima von 10 handgefertigten Orten. 10 Orte. Guck mal, du bist ja auch mal am Strand. Wie toll. Mehr Mechanik. Hier kannst du auch, irgendwann hast du nicht nur einen Kaffeestand, sondern hast einen kompletten Laden anscheinend. Dekorations Artikel. Boah, wie süß sieht das denn aus? Kaffee-Editor, einen vollständigen. Leute, das Spiel erinnert mich wirklich an Spiele, die ich früher gespielt habe. Ich habe früher nicht so die typischen Spiele gespielt, die man kennt, sondern genau solche Spiele habe ich früher gespielt. Wir machen jetzt unseren ersten Star-Kaffee. Wie nennen wir den, Leute? Thirsty, weil das ist unser erster wegen Thirsty, wenn du durstig bist. Und wir nennen den Thirsty. Unten ist heißes Wasser, habe ich jetzt beschlossen. Sojamilch, das finde ich geil, dass es hier auch Sojamilch gibt. Aber warum sollte Wasser unten sein? Nee, gar kein Wasser, muss eine Basis da sein. Ich würde nämlich nur aufgeschäumte Milch nehmen. Ne, nicht die Milch, warte mal. Ganz viel heiße Sojamilch. Dann kommt da Erdbeereiscreme rein. Leute, Milch mit Erdbeereis obendrauf. Das ist es einfach. Okay, die hassen das alles, was ich hier gemacht habe, aber ich finde das toll. Thirsty, zum Menü hinzufügen. Die hassen uns gerade alle. Warum hasst ihr uns gerade alle? Was fehlt? Menü bietet keinen Kaffee an, den ich bestellen würde. Ja, dann bestell doch mal einen neuen Thirsty. Ja, ich könnte nur weitere noch hinzufügen. Aber wir können ja hier mal gucken. Guck mal, wir bestellen jetzt einen, der war lässig, ne? Wir erstellen jetzt einen Kaffee, der dem Lässigen gefallen würde. Der mag starken Kaffee, Espresso und dann
tun wir da noch Tabasco drauf. Das mag der Lässige. Das ist ekellässig. Würde ich niemals trinken. Wer trinkt sowas? Ekellässig zum Mitnehmen. Ey, die stehen alle auf den ekellässig, ne? Menü bietet keinen Kaffee an. Wir müssen einen Studentenkaffee erstellen. Highlife nennen wir den, weil Student Life ist ja Highlife, wisst ihr? Die wollen einen milden und kalt mögen die. Oh mein Gott, ich muss Espresso hinzufügen. Dann ist es mild, weil ich habe jetzt Wasser mit Espresso. Und die mögen besondere Zutaten. Da kommt jetzt nochmal eine Runde Mayo drauf. Das lieben Studenten. Das ist ja so abartig alles, ne? Keiner will meinen trinken. Wir müssen noch einen Kaffee für unsere Lässigen bestellen. Nee, für die Hipster. Die Hipster mögen es heiß und sehr stark. Heißt, hier kommt ganz viel Tabasco und alles hinzu. Kalorien mögen die auch sehr hoch. Den mögen alle. Das ist komplett verrückt. Ja, mein Firstie trinkt keiner. Wem soll ich das hier erzählen, Leute? Den will keiner. Hip-Dip wetten, das wird jetzt der Renner für alle. Der bleibt auch so teuer. Ekellässig. Ekellässig ist einfach das Ding, Leute. Das lieben die alle. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Kaffeebohnen, Erdbeereiscreme und Tabasco. Das würde ich noch eher trinken, anstatt Highlife. Wasser, Kaffeebohnen, Mayo oder Hip-Dip. Kaffeebohnen, Erdbeere und Milch. So, ihr Lieben, ich muss wirklich sagen, es hat mir schon mega, mega viel Spaß gemacht. Denn ich liebe an Tycoon-Spielen, dass die wirklich so ausgereift sind. Es ist nicht nur stumpf, wie bei vielen anderen Simulatoren-Spielen, was ja auch wirklich normal ist. Aber deswegen finde ich es halt hier so cool, dass es noch was darüber hinaus gibt. Dass du einfach dein Café führst. Nein, du machst das an verschiedenen Orten. Du erkundest dabei noch die Welt, beziehungsweise verschiedene Plätze. Du startest einfach in einem Truck und arbeitest dich dann hoch. Sowas finde ich mega cool. Du kannst deine eigenen Getränke entwerfen, kannst sie also noch kreativ ausleben, was ich alles einfach immer so cool finde und was für mich so kleine Sachen sind, die ein Spiel noch besser machen. Also schreibt unbedingt mal in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren. Habt ihr früher schon Tycoon-Spiele gespielt? Und wenn ja, an welche könnt ihr euch noch erinnern? Und hinterlasst auf jeden Fall eine positive Bewertung, falls ihr wollt, dass wir das Spiel weiterspielen. Es würde mich sehr, sehr, sehr interessieren, dass wir dann wirklich auch mal die verschiedenen Punkte in dem Spiel uns anschauen, die verschiedenen Welten und Möglichkeiten. Und abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen und uns kostenlos zu unterstützen. Schaut auf jeden Fall auch bei unseren anderen Social-Media-Kanälen vorbei. Gerade auf Twitch oder Instagram sind wir sehr, sehr, sehr aktiv. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ihr Lieben!